Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum DDV-Trend des Monats. Einst ein Nischenprodukt, gewinnt das Thema Nachhaltigkeit heute bei den Anlegern immer mehr an Bedeutung. Das zeigen auch die Ergebnisse der monatlichen Online-Umfrage des Deutschen Derivateverbands im Monat Mai. Lars Brandauer, Geschäftsführer des Deutschen Derivateverbandes, ja, wie hoch ist denn mittlerweile der Anteil der Anleger, für die ökologische und ethische Kriterien bei der Geldanlage wichtig sind? Das ist nicht ganz leicht zu beantworten. Das ist ein sehr heterogenes Bild, was wir bereits seit Jahren verfolgen und beobachten. Es gibt eine sehr treue Gemeinde an Menschen, denen das sehr wichtig ist. Die Großzahl oder die Mehrheit der Anleger ist aber natürlich immer noch so, dass Renditeaspekte im Vordergrund stehen. Aber wenn wir uns die Ergebnisse im Einzelnen anschauen, dann sehen sie gar nicht so schlecht aus. Sie sind auch besser geworden. Und zwar sagen 19,3% eine hohe Bedeutung. Ich ziehe das zunehmend in Betracht, sagen 27,6%, eine geringe Bedeutung, sagen 22,2% und gar keine Bedeutung, sagen immer noch 30,9%. Da sehen wir also ein sehr gemischtes Bild. Das mag aber vielleicht auch ein wenig daran liegen, dass das Angebot vielleicht nicht ganz der Nachfrage entspricht. Es gibt eigentlich zu wenig solcher Produkte. Sobald sowas als Trend gespielt wird, ist das sicherlich ganz attraktiv und es muss klare Standards geben. Das ist vielleicht auch etwas, was noch nicht ganz, noch nicht ganz durchgedrungen ist. Ja, und warum messen viele Anleger dem Thema Nachhaltigkeit nach wie vor so wenig Bedeutung zu? Ja, ich glaube, das sind zwei Gesichtspunkte. Zum einen ist es sicherlich die Renditewahrscheinlichkeit. Den meisten Investments in dieser Art wird relativ wenig Rendite zugesprochen. Da muss man vielleicht mal ein paar Abstriche machen. Und auf der anderen Seite hängt es sicherlich auch mit Standards zusammen. Wir haben vor Jahren noch darüber diskutieren müssen, ob Tabak zum Beispiel ein Agrarprodukt ist oder ob es tatsächlich nachhaltig ist. Das muss standardisiert werden. Das ist mittlerweile, es gibt diese ESG-Kriterien, die stehen relativ fest, aber es ist für Anleger noch nicht so ganz ersichtlich, was ist tatsächlich nachhaltig, wo macht es Sinn, gibt es Infrastrukturprodukte und an welcher Stelle ist es tatsächlich hilfreich und wirklich tatsächlich nachhaltig. Da muss man so ein bisschen zusammenkommen. Ich glaube, da sind Angebot und Nachfrage noch nicht so ganz übereinstimmend. Die Nachfrage wird sicherlich kommen, wenn das Angebot entsprechend ist, aber ich glaube, da wird von verschiedenen Seiten dran gearbeitet, unter anderem auch von der Politik. Ja, auch die EU-Kommission hat sich dem Thema Nachhaltigkeit ja verschrieben. Warum erscheint das Thema plötzlich auf der politischen Agenda? Ja, das erscheint vielleicht für uns ein wenig plötzlich zu kommen, ist es aber eigentlich gar nicht, denn schon im Pariser Klimaabkommen 2015 steht relativ klar drin, dass diesem Thema Nachhaltigkeit eine große Bedeutung zukommen soll, in Zukunft natürlich noch viel mehr. Das hängt unter anderem mit der Erkenntnis zusammen, dass natürlich das Finanzwesen ganz entscheidend ist für die Finanzierung von Zukunft, von Projekten, von all dem, was natürlich diese Welt insgesamt auch im Rahmen halten soll. Und deswegen bedarf es natürlich einem nachhaltigen Umgang mit ganz vielen Dingen. Das betrifft natürlich nicht nur Wald und Windräder und Solar, sondern das ist ganz, ganz weitreichend. Und darüber macht man sich sicherlich von Seiten der EU-Kommission konkretere Gedanken. Da soll das Ganze auch geschärft werden, dieses Thema. Und dann wird sicherlich früher oder später das eintreffen, was ich eben schon erwähnt habe, nämlich dass Angebot und Nachfrage mehr zusammenkommen. Und dann ist Nachhaltigkeit sicherlich nicht nur ein Trend, sondern ganz sicherlich auch Mainstream. Lars Brandauer, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und viele Grüße nach Frankfurt. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, seien Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es hier an dieser Stelle heißt DDV-Trend des Monats bei Börse Stuttgart TV.